Mein erster Punkt ist auch mein Hauptpunkt. Jetzt werden Sie vielleicht fragen, wieso kommt ein Philosoph dazu, sich mit Eschatologie zu beschäftigen? Das ist einerseits ein Hobby von mir, andererseits ein Schatten der Vergangenheit. Ich war in Washington auch für dieses Thema zuständig. Und letztendlich sind die spannenden Fragen in der Theologie, das ist meine These, in ihrer Konsequenz philosophische Fragen. Und es müssen philosophische Entscheidungen für theologische Modellbildungen getroffen werden. Im ersten Punkt schaue ich in einer Art Vogelperspektive auf Baustellenprobleme der christlichen Jenseitshoffnung und versuche Anknüpfungspunkte an die Vorträge von heute und gestern zu finden. Das werden Sie hoffentlich sehen. Im zweiten Punkt schaue ich etwas genauer auf Inhalte der christlichen Eschatologie. Ich beginne mit einer Art Vorbemerkung, und zwar ein Abstoßpunkt, der eigentlich für alle Eschatologien seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und noch viel länger für die evangelisch-lutherischen Eschatologien gilt. Nicht zurück zur Neuscholastik, denn die wussten zu viel. Die haben in ihren Handbüchern so etwas wie eine Physik des Jenseits betrieben. Und da können Sie, wenn Sie Sachen aus dem 19. Jahrhundert lesen, wirklich Bonbons finden, die Ausmalung unserer jenseitigen körperlichen Zustände sind. Wir werden nicht mehr altern, wir werden etwa 33 Jahre alt sein. Wenn wir auferstehen, woher wissen die das? Das ist ein Analogieschluss. Jesus war 33 Jahre alt. Unsere Körper werden durchlässig sein. Das heißt, wir stoßen uns nicht mehr ab, wenn wir uns anrempeln, sondern gehen durcheinander durch. Unsere Körper sind unverweslich und vieles dieser Dinge mehr. Und davon hat man sich natürlich legitimerweise distanziert. Das war eine, könnte man sagen, Attitüde des Zuvielwissens. Der gegenüber muss man nüchtern, vielleicht auch belehrt eben durch eine klare biblische Hermeneutik so etwas wie eine Hoffnungsgewissheit entgegenstellen. Es gibt eine Hoffnungsperspektive und diese Nüchternheit kommt zu uns als Christen genau durch die Lektüre des Alten Testaments. Das Alte Testament ist individual, eschatologisch, sagen wir es vornehm, sparsam. Einige würden sagen sogar schweigsam. Aber es wird eine eschatologische Perspektive angedeutet, und zwar in einer besonderen Eigenart, die ich auf die Formel gebracht habe. Das Eschatologische ist eine Eigenschaft Gottes, ein Möglichkeitsspielraum, den Gott hat. Daraus kann man keine Gewissheiten ableiten. Man kann aber fragen, ob solche Möglichkeiten konsistent sind, begrifflich konsistent zu fassen sind, und ob diese Möglichkeiten, die Gott hat, mit den in uns angelegten Möglichkeiten als sterbliche biologische Wesen korrelierbar sind. Für die Eschatologie gibt es so etwas wie eine existenzielle Hoffnungs- und Wagnisperspektive. Dass diese Chance gut ausgeht unter uns, das ist echt ungewiss. Es sieht nicht gut aus, wenn wir nur das kosmologische Schicksal des Universums in Betracht ziehen. Dass da ein Happy End kommt, wo wir alle versammelt sind, das ist eine gewagte Hoffnung. Und dieses Wagnis kann ich von der Eschatologie nicht wegnehmen. Jetzt ist natürlich die Preisfrage die, und das ist eine Art Vorwort, ist so ein Wagnis irrational? Und da verweise ich auf einen Philosophen, der mich hier inspiriert hat, Paul Moser, der im Grunde Pascals Wette wieder auf den Schild hebt und sagt, unter bestimmten Bedingungen ist ein Wagnis rational. Und zwar dann, wenn das zu erwartende Gut um ein Vielfaches höher ist, als was realisiert würde, wenn die Option nicht einträte. Also der Wert des zu erwartenden Gutes muss den Wert des Gegenteils deutlich übertreffen. Natürlich braucht es aber trotzdem eine gewisse Ausgangsplausibilität. Wenn jemand eine Wette eingeht, sollte er nicht auf etwas wetten müssen, was völlig unmöglich ist. Eine gewisse Ausgangswahrscheinlichkeit wäre schon wünschenswert und an der werde ich mich jetzt auch ein wenig abarbeiten. Davor aber eine Baustellenbesichtigung. Es hat eine Fülle von eschatologischen Entwürfen seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil gegeben. Es ist jetzt auch ein wenig die Zeit, das ist die Zeit meiner Generation, Bilanz zu ziehen und zu schauen, was haben wir erreicht und was steht noch aus.
Und bei dem, was wir erreicht haben, drängt sich ein etwas ambivalenter Eindruck auf. Wenn wir Eschatologie treiben, schlittern wir, so meine erste These, in eine Art Vollendungsbegriff hinein, der sehr anthropomorph ist. Etwas flapsig formuliert, unser Leben hier ist eine Art Internat, dann machen wir im Tod ein Abitur und dann dürfen wir an die himmlische Universität. Wir bereiten uns die ganze Zeit darauf vor, müssen immer besser werden, müssen uns immer weiter verfeinern, damit uns der liebe Gott in den Himmel aufnimmt, damit wir würdige Partner sind. Das ist ein sehr spätmoderner und sehr bürgerlicher Vollendungsbegriff. Der setzt voraus etwas, was uns im Westen zutiefst prägt, dass der Sinn des Lebens darin besteht, immer das Beste zu verwirklichen, sich immer weiterzubilden, immer besser zu werden. Und davon sollte man sich ein bisschen distanzieren. Schon allein die Begegnung mit dem Tod lehrt uns etwas anderes. Menschen sterben frühzeitig. Embryonen sterben im Mutterschoß. Schwerstbehinderte sterben nach 2, 3 Jahren Leben. Was ist mit deren Leben? Die hatten nie eine Chance, sich zu verfeinern und zu vollenden. Ist der Himmel dann so etwas wie eine verspätete Nachholanstalt? Werden die sozusagen auf einen zweiten eschatologischen Bildungsweg geschickt, damit sie sich fit machen können für das Leben im Himmel? Sie merken, da stimmt was nicht. Bei dem Vollendungsbegriff spukt uns viel zu sehr eine individuelle und ich wage zu sagen bürgerliche, erzieherische Komponente im Kopf herum und die prägt auch unsere Eschatologien. Gerade im US-Bereich werden Eschatologien inzwischen personell angespitzt. Es geht immer um die Freundschaft mit Gott, es geht immer um die Beziehung mit Gott und sobald Sie das Gott-Welt-Verhältnis rein beziehentlich auch buchstabieren, rutschen Sie in so einen Vollendungsbegriff einfach hinein. Der zweite Punkt, der damit zusammenhängt, ist die individual-eschatologische Fokussierung der Eschatologie. Man konzentriert sich auf das Schicksal des Einzelnen nach dem Tod. Was mit uns als Gemeinschaft wird, was aus dem Kosmos wird, wird ausgeklammert, verschwiegen, fällt aus der Rechnung raus. Was wird aus mir, wenn ich sterbe? Das ist die interessante eschatologische Frage. Und da kann man sich auch von der Bibel belehrt wissen, das ist keine primär biblische Frage. Und es gibt eine dritte Tendenz, die auch stark ist, immer noch stark ist, nämlich eine Art schiefe Ebene, wo die eschatologische Hoffnung runterrollt und einfach innerweltlich dechiffriert wird, sodass man sagen könnte, eschatologische Modelle sind so etwas wie Vehikel, die Menschheitsträume transportieren. Wenn wir das Religiöse mal rauslassen, dann haben wir hier ein schönes Modell, wie sich Menschen eine humane Zukunft denken. Dazu gleich noch mehr. Ich komme zunächst auf den Vollendungsbegriff. Was im Hintergrund mitspielt, ist, dass das Eschaton etwas zu liefern hat, was im Irdischen noch fehlt. Eine Art Ausgleich, eine Art Vergeltung vielleicht. Und das spielt hinein bis in theologische Hardcore-Debatten. Ich nenne hier an der Stelle die Nietzsche-Stried-Tück-Debatte um die Frage, ob es eine Versöhnung von Tätern und Opfern im Eschaton braucht, bevor der Himmel beginnen kann. Notabene, das ist eine sehr deutsche Fragestellung, die sich natürlich am Holocaust abarbeitet. Die Opfer der Geschichte können nicht selig sein, so die These, wenn sie ihren Tätern nicht vergeben haben. Und das muss dann an der Schwelle zum Eschaton oder im Eschaton passieren. Aber das Denkmodell dahinter ist klar, im Eschaton wird das noch aufgearbeitet, was hier fehlt, ein Zusatzstück. Das Eschaton als zweite bessere Biografie und das ist anfällig für Anfragen im Sinne des Projektionsverdachtes. Das Eschaton soll eine Art Nachtragskapitel sein, das uns Sinn- und Existenzzustand aufhält, einen Zustand zu erreichen hilft, den wir hier nicht erreichen, der uns durch den Tod verwehrt ist. Wir sollen uns personell auf das Eschaton vorbereiten. Aber Hand aufs Herz. Wenn so ein Vollendungsbegriff korrekt wäre, empfehle ich Ihnen, an Reinkarnation zu glauben. Denn das funktioniert besser.
Da kriegen sie das zweite Leben hier gleich mitgeliefert, wo sie sich im Irdischen bewähren müssen und immer weiter verfeinern können, bis sie es dann tatsächlich mal geschafft haben. Nach 500 bis 1000 Leben, zwischenzeitlich mal als, was weiß ich, Pflanze oder Igel, hätten sie es vielleicht geschafft, sich so zu verfeinern, dass sie ins eschatologische Leben eingehen können. Sie merken, der Vollendungsbegriff kippt. Die Erziehungsanstalt, wo wir permanent in eine eschatologische Volkshochschule gehen müssen, die passt besser zum Reinkarnationsgedanken. Im Christentum gibt es da eine ganz andere Seite, die sagt, was wir nicht erreichen, wird uns durch Gnade geschenkt. Wir können auch ein bisschen entspannter sein. Wir müssen nicht alles schaffen. Wer uns diese Geschichte ein wenig eingebrockt hat, ist Immanuel Kant. Hier ein langes Zitat aus der Kritik der praktischen Vernunft. Kant, den ich sehr schätze, hat versucht, den Glauben an das Eschaton zumindest vernünftig zu begründen. Das geht im Rahmen der theoretischen Vernunft nicht, wohl aber im Rahmen der praktischen Vernunft. Und er schreibt dann, unser Ziel im Leben, unser Sinn ist, eine Übereinstimmung von sittlicher Haltung und dem Gehorsam gegenüber dem Sittengesetz zu erreichen. Und diese Übereinstimmung nennt er Heiligkeit. Unter den Bedingungen des irdischen Lebens ist Heiligkeit für Kant aber nicht zu erreichen. Es braucht also, sagt er, einen unendlichen Progressus, auch über den Tod hinaus, indem wir uns sittlich verfeinern, um diese innere Haltung der Heiligkeit tatsächlich zu erreichen. Wäre dieses Ziel der Heiligkeit nicht zu erreichen für Kant, wäre die Sittlichkeit sinnlos. Das darf aber nicht sein, deshalb ist das Ideal ein Postulat der praktischen Vernunft. Aber Sie merken schon, was Sie sich mit so einer Auffassung einkaufen. Der unendliche Progressus trägt Zeit ins Eschaton ein, eine höhere Bildungsanstalt, wo wir noch moralischer werden, und verlängert eigentlich die Aufgaben des irdischen Lebens in ein weiteres Jenseits, das vielleicht unter besseren Bedingungen zu dem Lernziel führt, das wir erreichen sollen. Das Ganze, habe ich gesagt, wird gespiegelt in den anthropozentrischen Elementen der Eschatologie. Und das kann man bei den großen Debatten, die es gegeben hat, zum Beispiel um die Auferstehung im Tod und um die Notwendigkeit eines christlichen Dualismus, Ratzingers Stimme, sehr gut sehen. Auch in der Verkündigung ist es so, mein Eindruck zumindest, dass eschatologische Fragen eher im Zusammenhang der individuellen Trauer und der Begegnung mit dem Phänomen Tod zum Tragen kommen, da eben individuell zugespitzt auftreten. Und selbst wenn man den gesellschaftlichen Aspekt der christlichen Eschatologie heranzieht, wie das die Befreiungstheologie in den 70er, 80er Jahren gemacht hat, ist es eine Konzentration auf die menschliche Gesellschaft, die humaner werden soll. Dafür wird der eschatologische Rahmen benutzt. Und in diesen anthropozentrischen Rahmen wird dann auch noch die Natur mit einbezogen unter ökologischen Gesichtspunkten. Die Fragen der Gerechtigkeit und der Versöhnung stehen dabei im Vordergrund. Und man kann nüchtern fragen, wo bleibt da eigentlich der Kosmos? Wo bleibt hier die Tatsache, dass wir irdisch-biologische Wesen sind, die mit allem Materiellen im Kosmos aufs Engste verflochten sind? Der dritte Punkt, den ich als Problem angesprochen habe, ist die Problematik, ich habe das etwas geschwollen, der Dechiffrierbarkeit eschatologischer Hoffnungen genannt. Man kann nämlich eschatologische Hoffnungen leicht zum Kippen bringen und einfach, indem sie das Religiöse ausstöpseln gewissermaßen, in humane Utopien verwandeln. Das gilt für Johann Baptist Metz' Gerechtigkeitsargument. Er sagt, wir brauchen unter Bedingungen der Gerechtigkeit ein Eschaton, genauso wie für Kants Heiligkeitskonzeption. Eschatologische Vorstellungen sind dann nur noch eine Art Vehikel, die innerweltliche Hoffnungen transportieren. Man lässt über sie eine Art irrealistische Deutung drüber laufen. Sie funktionieren als Sinnressourcen, um eine Art von Fortschrittshoffnung anzutreiben, aber wir halten sie nicht mehr für echte, wahrheitsfähige Überzeugungen. Dass da wirklich
etwas kommt nach dem Tod oder nach dem Ende des Universums. Das kann man sich sparen, wenn man das Ganze dechiffriert. An der Stelle möchte ich einen kurzen Exkurs wagen und Ihnen kurz zwei Schablonen von Utopien vorstellen. Sie werden sich kurz fragen, warum ich das mache. Die Antwort kommt auf der Folie danach. Denn solche Schablonen spielen bei eschatologischen Vorstellungen, den Utopien, die da transportiert werden, tatsächlich eine Rolle. Extrem schablonenhaft habe ich zwischen sogenannten linken, linksliberalen und sogenannten rechten Utopien unterschieden. Nageln Sie mich nicht fest, die Namen, die ich drüber geschrieben habe, passen nicht eins zu eins zu dieser Schablone, sind eher Inspirationsquellen. Für die linke Utopie könnte man zum Beispiel Ernst Bloch nehmen, für die rechte Utopie Platons Nomoi. Unter uns, keiner möchte in Blochs oder Platons Staat wirklich leben, vermute ich. Aber in beiden Utopien formiert sich etwas an Visionen und das hat tatsächlich auch mit eschatologischen Vorstellungen zu tun, wie ich gleich zeigen werde. Linke Utopien kreisen um Begriffe wie Natur, Globalität, Individuum, ethisch steht die Pflicht im Vordergrund, die Freiheit des Individuums, politisch eine Form von Anarchie, es steht der Gedanke der Überstaatlichkeit im Vordergrund, auch ein Schutz der Privatsphäre und die Säkularität ist ein wichtiger Aspekt. Die rechte, in Platons Nomoi zu greifen, die Utopie, hat eine andere Emphase, sie setzt auf Kultur, Partikularität, der athenische Stadtstaat gegen den Rest der Welt, auf Gemeinschaft, das Individuum soll sich der Gemeinschaft unterordnen, auf ein tugendhaftes Leben, das durch Erziehung erreicht wird. Die Staatsform soll eine Tyrannis der Besten sein, keine Anarchie und erst recht keine Demokratie. Es geht um Autarkie des kleinsten Staates. Das Private muss sich völlig dem Öffentlichen unterordnen und geregelt und gelenkt wird das durch eine Konzeption der Gottgefälligkeit. Die Verehrung der Götter hat eine wichtige Rolle. Und genau diese zwei Schablonen können Sie in eschatologischen Vorstellungen und Mustern wiederentdecken. Für die linke Utopie steht Jürgen Moltmann, für rechte Utopien stehen im Moment evangelikale Eschatologien, über die ich gleich noch mal kurz reden werde. Zunächst ein paar Beispiele und dann eine Auswertung. Eschatologische Vorstellungen sind auch politische Theologie, immer schon gewesen und werden sie immer sein. Das kann man nicht verhindern, das kann man bis zu einem gewissen Grad produktiv einsetzen, aber ich werde gleichzeitig auch eine Gegenperspektive formulieren, die sagt, Eschatologie muss, wenn das christliche Selbstverständnis korrekt ist, mehr meinen als nur die Angabe einer innerweltlichen Utopie, wo man den religiösen Aspekt vernachlässigen kann. Aber zunächst die Beispiele. Jürgen Moltmanns Buch Theologie der Hoffnung in den 60ern verfasst, hat eingeschlagen wie eine Bombe, denn dieses Buch traf auf die Fortschrittsgläubigkeit der 60er Jahre, Studentenrevolution, Bürgerrechtsbewegungen, Befreiungsbewegungen, beginnender Feminismus und dann ansetzendes ökologisches Bewusstsein. Und tatsächlich wurde Jürgen Moltmanns Theologie der Hoffnung als christlich-humane Utopie dechiffriert. Den Reich-Gottes-Aspekt hat man als politisches Konzept verstanden und den Gottesgedanken ein wenig eingeklammert. Sie sehen, geschichtstheologisch-eschatologische Vorstellungen sind benutzbar, lassen sich als politische Agenda verstehen. Das ist vielleicht zu einem gewissen Grade legitim, zu einem anderen Grad aber natürlich auch gefährlich. Das zeige ich an den anderen Beispielen. Moltmann ist nicht der einzige eschatologisch-politische Theologe, der uns einfällt. Vielleicht haben wir im deutschen Sprachraum nicht mehr sehr viele, aber es gibt im US-Kontext doch einige andere gewaltige Stimmen. Da sind zum Beispiel Punkt B schon die evangelikalen Denominationen und in diesen Denominationen blüht zumindest in einigen Zweigen so etwas wie eine prämillennialistische Vorstellung. Ein triviales Beispiel für so eine Vorstellung konnten Sie vor 8 Jahren an Sarah Palin studieren, die gesagt hat,
Umweltschutz ist unnötig, in 20 Jahren kommt Jesus wieder. Der reinigt die Luft, füllt die Ölfelder wieder auf, sorgt dafür, dass es uns gut geht. Wir müssen uns um den Umweltschutz erst gar nicht kümmern. Das ist sehr trivial formuliert, aber prämillennialistische Gruppierungen in den evangelikalen Denominationen glauben, dass wir in einer Zeitspanne kurz vor der Endzeit leben. Und das prägt die Einstellung zur Politik. Welche Einstellung ist das? Erst einmal die Distanz zu allen existierenden politischen Systemen und dann aber auch eine gewisse mit Ressentiment und restaurativen aufgeladenen Elementen aufgeladene politische Einstellung, die ganz klar sagt, staatliche Lenkung ist problematisch. Schauen Sie sich das mal in den Romanen von Jenkins und LaHaye an, die sogenannte Left Behind Series. Da wird die UNO als Teufelswerk gebrandmarkt. Die Geschichte handelt von einem UNO-Generalsekretär Nicolae Carpathia, der aus Rumänien kommt, die Welt vereinigen will und sich dann als Antichrist herausstellt. Der Papst wird gleich mitverarztet. In diesen Romanen wird der Papst als Wichtigtuer gekennzeichnet, der eine Superreligion will und der sich dann eben auch als Handlanger des Antichristen darstellt. Die gute alte lutherische Tradition guckt da natürlich auch raus. Das sind Ressentiments, die transportiert werden und die, könnte man sagen, einen bestimmten Flügel, zum Beispiel der Tea Party-Bewegung in der Republikanischen Partei, mit Legitimationskonstrukten und Ressourcen versehen könnte. Vielleicht denken Sie, diese prämillennialistischen Vorstellungen sind eigenartig, mag sein. Es gibt auch eine katholische Version einer republikanischen Politik. Im Namen der Eskatologie zu nennen wäre George Weigel, der als Biograf von Johannes Paul II. Aufgefallen ist und die intellektuelle Stimme des katholischen Rechtskonservativismus in den USA darstellt. Er sagt, belehrt durch Augustinus, dass wir in einer Weltdistanz und in einer Geduld, in einer präeskatologischen Geduld leben sollen. Wir sollen uns nicht zu sehr mit den verschiedenen politischen Systemen gemein machen. Das Wichtigste, was wir als Christen und Christinnen zu fordern haben, ist Freiheit der Religion. Und Weigel liefert mit seinen eskatologischen Modellen dann Bausteine für die konkreten Debatten, die es unter Obama gegeben hat, zum Thema Religionsfreiheit. Darf der Staat eine Gesundheitsvorsorge für die Mitarbeiter der katholischen Kirche fordern, die Kontrazeptiva und Abtreibung einschließt? Und die amerikanischen Bischöfe haben geantwortet, der Staat darf das nicht. Und sie haben nicht im Namen der Sexualmoral argumentiert, sondern im Namen der Religionsfreiheit. Und dieses Argument können Sie eskatologisch grundieren durch diese Motivik der Weltdistanz. Und ein letztes Beispiel, auch vielleicht etwas eigenartig, aber durchaus noch Mainstream, Stephen Webb, der sagt, Gott handelt in der Geschichte auf ein ultimatives Ziel hin. Er tut das, indem er sich den Völkern, der Völker und Nationen bedient. Sein letztes großes Instrument ist die USA, das neu auserwählte Volk. Warum die USA? Weil die genau das verwirklicht haben, was man präeskatologisch braucht, nämlich Religionsfreiheit, den absoluten Schutz der Freiheit, dafür ist die USA da. Und hier verbindet sich auf eine sehr eigenartige Weise eskatologisches Heißhandeln mit dem sogenannten amerikanischen Exzeptionismus, mit dem Gefühl, dass die USA God's chosen country sind. Ich führe Ihnen diese Dinge auch deshalb vor, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie ideologieanfällig eskatologische Modelle und Utopien sein können. Jürgen Moltmanns Konzeption kippt in eine linke Utopie. Schauen Sie sich nochmal die Schablone an. Da ist alles drin, was ich hier an Schlagworten aufgelistet habe. Die evangelikalen, prämillennialistischen Eskatologien kippen in eine rechte Utopie. Das ist höchst gefährlich, weil, und das ist so eine Einsicht aus der Beschäftigung mit eskatologischen Themen, die Hoffnungsgewissheit, die wir haben, nicht eins zu eins mit unserer Weltgestaltung verrechnet werden kann. Und deshalb
braucht es Gegenperspektiven, die ich kurz zu formulieren versuche. Gegen jede Art von Projektionsverdacht, der im Vollendungsbegriff drinsteht, und gegen eine einfache utopistische Dechiffrierung der Eschatologie muss man die Kreuzestheologie wieder in den Mittelpunkt stellen. Das, was wir erhoffen, wird nicht am Tod vorbei erreicht, sondern durch den Tod hindurch. Und das justiert auch die Verwendbarkeit eschatologischer Vorstellungen. Etwas geschwollen formuliert, es gibt ein Element der Diskontinuität, der Andersartigkeit, und dafür steht gewissermaßen erst einmal das Kreuz. Das ist ein Stopper, der sagt, das Eschaton ist kein Weiter-so, kein Besser-als-hier, keine Verlängerung von hier, kein Fünf-Sterne-Hotel, weil wir hier nur in einem Drei-Sterne-Hotel leben. Nein, totaliter aliter. Das bringt mich zum Punkt 2. Die Andersartigkeit des Eschatons muss betont werden. Und das geschieht eben durch Bezugnahme auf diesen ersten Punkt. Und der dritte Punkt ist der, dass wir Motive wieder einspeisen müssen, die wir ausgerechnet dem angeblich so schweigsamen Alten Testament verdanken. Gegen die individualeschatologische Verzerrung empfiehlt sich eine alttestamentlich begründete Volk-Gottes-Eschatologie, die auch den anderen, das Vergangene, mit einbezieht. Und das ist etwas, was wir ausgerechnet der so schwierigen Apokalyptik verdanken, wir müssen eine kosmische Perspektive mit einbeziehen. Und das ist die Herausforderung, der ich mich auch zu stellen habe. Ich möchte Sie aber noch nicht einfach so hängen lassen. Ich gebe Ihnen drei Elemente an, die, wie mir scheint, helfen könnten, um genau diese Modellbildung zu erreichen. Es sind zwei Modelle und eine Art Grundbegriff. Ich nenne das erste die Leib-Gottes-Eschatologie, das zweite die Geist-Gottes-Eschatologie und den dritten Punkt, der mich sozusagen schützt davor, das Eschaton einfach als Verlängerung des Irdischen zu begreifen, so etwas wie einen konsequenten Eternalismus. Zunächst zum ersten Punkt, die Leib-Gottes-Eschatologie. Wenn wir die kosmische Dimension mit der Vollgottesdimension zusammenziehen, dann bietet sich eine Metapher an, die wir begrifflich umlegen müssen. Eine Metapher, die vielleicht sagt, dass der Kosmos Gottes Leib ist und dass wir selbst Organe dieses Leibes sind. Und damit werden wir elementar aufeinander und auf den Kosmos verwiesen. Der Kosmos könnte so etwas wie die hylemaphistische Form in Gott haben. Die Materie wird gewissermaßen durch diese Form verändert, geformt, zugeordnet. Wir selbst sind, wie ich gesagt habe, Organe dieses Leibes und damit ist auch gesagt, dass unser Wohlergehen, wie auch immer wir das eschatologisch ausformulieren, von den anderen Organen dieses Leibes mit abhängt. Also von der Gemeinschaft, in der wir sind, genauso von den Zusammenhängen, in denen wir stehen. Wenn so eine Analogie sinnvoll ist, dann können vielleicht wir auch von einer Transformation im Eschaton sprechen. Das ist nicht einfach ein Weiter-so, sondern ein Schritt in eine qualitativ neue Wirklichkeit, die diesen Leib verwandelt. Und dafür haben wir in der Frömmigkeits- und Kunstgeschichte wunderbare Bilder, die sich gewissermaßen auf den Leib Christi beziehen. Aber diese Bilder bitte ich Sie jetzt zu nehmen und für sich selbst, für unsere Gemeinschaft und den Kosmos einzusetzen. Das Eschaton ist dann nicht nur eine Art Organverpflanzung, sondern eine grundständige Verwandlung, wie Josef Wohlmuth das in seinem Eschatologiebuch auch wunderbar beschrieben hat. Es geht um ein Mysterium der Verwandlung und das kann man mit einer Leib-Gottes-Eschatologie begrifflich einigermaßen einfassen. Der zweite Punkt ist mir aber genauso wichtig. Da geht es um die Frage, wo drin ich denn meine eschatologische Hoffnung eigentlich verankere, wo drin ich die Hoffnung auf einen verklärten Leib des Kosmos und unserer Gemeinschaft wirklich verankere. Und das ist eine Geschichte, die einen philosophischen Grund hat. Ich ziehe hier selbstbewusstseinstheoretische Elemente heran, die mir erlauben, die folgenden Punkte zu formulieren.
Wir selbst können an uns erleben, dass wir nicht mehr Materie, sondern geformte Materie sind, dass es in uns etwas gibt, das auf die Materie, aus der wir bestehen, gewissermaßen formend, ja sogar transformierend einwirkt. Wir können von einem Innengrund in uns selbst sprechen, der, wie die mystische Tradition andeutet, auf Gott verweist, der der letzte Träger unserer Identität ist. Und wenn dieser Gedanke Sinn macht, kann der auch den ersten Gedanken, nämlich dass wir den Bruch des Todes überleben könnten, stützen. Die formierende Kraft unserer Geistigkeit öffnet einen Möglichkeitsspielraum. Wir sind also nicht nur an die Bedingungen der Materie gebunden. Wir können uns nicht völlig von ihnen entkoppeln, aber der Geist erzeugt neue und eigene Spielräume. Dann gibt es einen christologischen Gedanken, den ich einspeisen kann. In der hypostatischen Union bleibt Gott bleibend auf seine Schöpfung bezogen. Er eignet sich die Wirklichkeit der Schöpfung an, nicht nur die menschliche Wirklichkeit, sondern unsere ganze Natur, die sich in die biologische Natur hinein verzweigt. Das hat einen Rückkopplungseffekt, könnte man sagen. Wenn Gott sich in die menschliche Wirklichkeit begibt, dann schreibt sich auch die menschliche Wirklichkeit in Gott ein. Und das kann man eben auch in einen Transformationsbegriff überführen. Wir werden, unsere Natur wird im Geist Gottes, könnte man sagen, so transformiert, wie eben die volle menschliche Wirklichkeit Jesu durch den Geist Gottes in eine verherrlichte Natur transformiert wird. Und wir können letztendlich auch belehrt durch das biblische Zeugnis sagen, dass all das, was sich in Gott einschreibt, lebendig ist und lebendig bleibt, weil Gott selbst Leben und Lebendigkeit darstellt. Wir sind nicht nur Gemälde in Gottes alter Pinakothek, wenn wir uns da in Gott einschreiben, sondern wir schreiben uns in einen absoluten lebendigen Geist ein, sodass wir mehr sind als nur Erinnerungsstücke, wenn wir uns da einschreiben. Der konsequente Eternalismus. Warum bestehe ich da drauf? Um jeden Gedanken, dass das Eschaton eine zweite Fünf-Sterne-Biografie sein könnte, wirklich abzuweisen. Der Gedanke ist der, dass wir in die Wirklichkeit Gottes eintreten, die wesentlich durch Ewigkeit gekennzeichnet ist. Ich sage aber hier an der Stelle auch, ich vertrete hier eine absolute Minoritätenposition in der Theologie. Viele meiner Kollegen sind inzwischen Temporalisten, die davon ausgehen, dass im Eschaton irgendwie Zeit weitergeht und die auch davon ausgehen, dass Gott selber irgendwie zeitlich ist. Klar, wir können nicht von vornherein ewig sein, wir sind zeitliche Wesen, aber es passiert im Übergang ins Eschaton ein qualitativer Schritt in etwas Neues. Und ich möchte Ihnen das an zwei sehr simplifizierenden Grafiken vorstellen. Die erste Grafik nenne ich das naturalistische und man könnte auch sagen das temporalistische Narrativ. Da kann man die ganze Geschichte sozusagen vierdimensionalistisch beschreiben. Sie sehen die Stages meines irdischen Lebens in eher Rottönen gehalten und die Stages meines eschatologischen Lebens, wie es sich gehört, eher in Goldtönen gehalten. Und die Vorstellung ist die, dass das, was im Eschaton kommt, wieder zeitlich ist, aber unter verbesserten Bedingungen. Ich kann nicht ausschließen, dass das nicht stimmt, das sage ich Ihnen ganz offen. Aber so ein Modell wirft ein unglaubliches Theodizee-Problem auf. Und das hat kein geringerer als Romano Guardini, der hier im Haus ja sehr anerkannt und berühmt ist, schon mal formuliert. Wenn das Ziel unseres Lebens ist, warum hat uns Gott nicht gleich von vornherein da reingeschaffen? Warum müssen wir durch diese Internatszeit durch, die auch schrecklich ist? Macht sich Gott mit uns einen bösen Spaß? Will er uns etwas zeigen? Müssen wir eine Hochschulreife fürs Eschaton erlangen, damit wir dann da weitermachen dürfen? Und dann gibt es eine Reihe von anderen Fragen. Wenn die Zeit weitergeht, gehen wahrscheinlich auch die Naturgesetze weiter. Wenn die Naturgesetze weitergehen, müsste es möglich sein, dass wir im Eschaton wieder krank werden, Krebs haben, sterben können. Wenn Gott das im Eschaton ausschließen kann und ausschließen wird, warum tut er es nicht jetzt schon?
Und das ist einfach eine Verschärfung einer Geschichte, die Feuerbach schon mal formuliert hat, die naive christliche Vorstellung davon, dass im Eschaton einfach nur die Pferde gewechselt werden und dass es dann munter weitergeht, unter etwas verbesserten Bedingungen. Der Himmel als Projektionsfläche für die zu kurz gekommenen, das können Sie im bayerischen Volksschauspiel auch bewundern, der Brandner Kasper, das ist genau die Vorstellung. Der Brandner Kasper und das ewige Lehm, da gibt's dann die bessere Alm und da kann man dann wildern, wie man will, und es kommt kein Förster daher und die Rehe sind williger und der Schnaps schmeckt besser und man kriegt auch keinen Kopfweh, aber im Grunde ist es wie hier. Ich kann nicht ausschließen, dass das so ist. Das sage ich ganz offen. Ich weiß nicht, dass es anders ist, aber ich sage nur, die Hypotheken, die wir uns damit aufladen, sind gewaltig, weil uns hier ein riesiges Theodizee-Problem um die Ohren saust. Dagegen der konsequente Eternalismus. Zeit geht nicht weiter. Es gibt nur noch ein Ereignis. Alle Stages meines Lebens werden übereinander geblendet. Ich sehe in diesem einen Ereignis, das nicht vergeht, in der Gegenwart Gottes, alles, was mein Leben ausmacht, im Licht Gottes. Und ich sehe im Licht Gottes auch alles, was das Leben der anderen ausmacht. Ich kann Ihnen für diese Vorstellung nur optische Metaphern bieten. Ich denke, dieses Leben ist mehr als nur das, was ich in diesen optischen Metaphern aussagen kann, aber es ist der Versuch, Sie mit einer anderen Vorstellung zu konfrontieren. Gottfried Bründrup von der Hochschule für Philosophie in München hat das mal verglichen mit einer nie verendenden Nahtoderfahrung, wo sie ihr ganzes Leben, das Leben der anderen, alles, was sie getan und vollbracht haben, in seinem Gewicht sehen und ermessen können, weil es gewissermaßen von der Gegenwart Gottes ausgeleuchtet wird. Keine Fortsetzung. Wenn Sie so denken, merken Sie, was ich hier tue, ist wirklich wichtig. Denn das ist das Filmmaterial meines eschatologischen Betrachtens. Was ich hier versäume, ist wirklich versäumt, denn das sind die Lücken in dem, was ich im Eschaton anschaue. Was ich anderen hier tue und verweigere, bleibt hier getan und verweigert. Ich kann es nicht einfach wieder gut machen. Ich kann nur hoffen, dass die Güte Gottes dieses, was ich da anzuschauen habe, so ausleuchtet, dass es mich nicht nur gruselt. Das wäre die Hölle, wenn ich in dem, was ich anzuschauen habe, nichts Gutes finde. Wenn ich Gutes finde, wäre das der Himmel. Und wenn das Gute, was ich in den Stages meines Lebens sehe, auch mit den Stages der Leben der anderen korrespondiert, dann wäre das vielleicht Seligkeit. Sie merken vielleicht, wo ich hin will. Ich lasse diese Andeutung hier mal kurz bestehen und kümmere mich um den dritten Punkt. Die rivalisierenden Grammatiken. Ich merke, dass mir die Zeit davonläuft. Ich werde das etwas kursorischer machen, versuche aber den Gedankengang aufrechtzuerhalten. Was wir als Problem in der Eschatologie haben, sind die verschiedenen Metaphern und Bilder, die sich nicht gut zusammenbringen lassen. Biblisch betrachtet gibt es eine Reihe von konkurrierenden Vorstellungen. Rückkehr ins gelobte Land oder ins Paradies. Restitution, die Wiedereinsetzung des Königtums, des Tempels, was auch immer. Aber auch Fortgang und Entrückung, zumindest bei Einzelnen. Oder die radikale Verwandlung, denken Sie an Paulus, den Gedanken der Neuschöpfung in der Offenbarung des Johannes. Oder in anderen apokalyptischen Texten noch viel stärker Vernichtung und Neuanfang. Was tun wir damit? Wir können diese Bilder nicht einfach fortsetzen. Es gibt in der gegenwärtigen, auch evangelikal grundierten Theologie eine Tendenz, sich sehr stark auf das Restitutionsmotiv zu konzentrieren. Aber meine Kritik daran wäre, dass dieses Restitutionsmotiv andere biblische Motiviken unterschlägt. Was schlage ich vor? Einen Begriff zu bilden, einen Begriff der eschatologischen Bewegung, den ich Ihnen anhand der Problematik des Ansatzes vielleicht noch etwas klarer vorstellen kann. Das Problem der verschiedenen eschatologischen Leitmetaphern wiederholt sich noch einmal im abstrakten Konzipieren theologischer Modelle. Und ich habe mich, das ist so ein Spleen von mir, ich habe versucht, vier Kategorien zu entwickeln, die ich Ihnen anhand von vier Feldern vorgestellt habe.
Da gibt es zwei grundsätzliche Gegensatzpaare. Teleologisch versus axiologisch, futurisch versus präsentisch. Und dann kann man die Felder im Uhrzeigersinn durchnummerieren. 1, 2, 3, 4. Also Moltmann futurisch teleologisch, Pannenberg futurisch axiologisch, Bultmann und Barth axiologisch präsentisch und Tillich teleologisch präsentisch. Und jetzt versuche ich Ihnen das ganz kurz zu erläutern. Die Fragen hinter diesen Entwürfen sind relativ einfach. Frage 1, Moltmanns Ansatz könnte man sagen, ist die eschatologische Realität eine noch ausstehende geschichtliche Größe, auf die wir dann zugehen, ein Endpunkt unserer Geschichte, eine Art diesseitiges, utopisches Reich Gottes, das mit Hilfe der göttlichen Gnade dann installiert wird. Oder das zweite Feld, Pannenberg, geht es um einen qualitativen Sprung in etwas Neues, axiologisch Bedeutsameres, einen höheren Wert, sodass wir nicht einfach sagen können, das Reich Gottes ist etwas am Ende unserer Geschichte, sondern markiert eine Zäsur, einen Sprung in etwas qualitativ anderes. Oder drittes Feld, geht es um etwas Neues, qualitativ anderes, das jetzt schon da ist und das sich schon auf uns herabgesenkt hat, wie Bultmann und ganz anders Karl Barth meinten. Eine gnadenhafte Wirklichkeit, an der wir jetzt schon partizipieren. Oder letzter Gedanke, wie bei Paul Tillich, ist die eschatologische Wirklichkeit so etwas wie die innere Zielbestimmung unserer Welt, auf die wir zugehen, die sich aber jetzt schon im Hier und Jetzt etwa in unseren ethischen Verhältnissen zeigt. Meine These ist, Sie müssen sich wahrscheinlich entscheiden für eine dieser Optionen. Ich behaupte aber, dass der eternalistische Ansatz, den ich hier bewerben würde, einen guten Syntheseversuch darstellt, der zumindest einige dieser Elemente zusammenbringen kann. Ich verabschiede mich damit zunächst aber offen gestanden von Moltmanns futurisch-theologischem Ansatz, weil ich darauf insistieren würde, dass das Eschaton etwas qualitativ anderes und Neues ist und wenn es das so ist, kann es nicht der Endpunkt unserer Geschichte sein. Ich kann aber auch die präsentischen Elemente eines Karl Barth einbauen, weil ich sagen kann, aus der Ewigkeitsperspektive heraus ist diese Dimension der Ewigkeit jedem Punkt in der Geschichte gleich nahe. Gleichzeitig gilt aber, dass wir in der Zeit diese Ewigkeitsperspektive noch nicht haben, sodass wir aus unserer Erlebnissicht diese Ewigkeitsperspektive erst als etwas, was vor uns liegt, anzielen können. Mit diesem eternalistischen Rahmen können Sie beides sagen. Es ist schon da und senkt sich auf uns herab, aber aus unserer Froschperspektive haben wir diese Perspektive selber noch nicht. Wir gehen darauf zu. Aber wir gehen von jedem Punkt der Geschichte aus gleichermaßen darauf zu. Etwas flapsig formuliert, der Neandertaler war dem Reich Gottes genauso nahe, wie wir es jetzt sind. Wir sind nicht näher am Reich Gottes dran, weil wir später geboren sind. Wenn es um einen Schritt, einen qualitativen Sprung aus der Zeit in die Ewigkeit geht, dann kann man so etwas eigentlich nicht mehr denken. Ich mache noch einen kurzen Sprung und versuche, meine Sachen abzuschließen und gleichzeitig einen Bogen zu dem, was wir gestern gehört haben, zu kriegen. Kosmische und individuelle Eschatologie. Ich werde jetzt angesichts der Kürze der Zeit mein Augenmerk vor allen Dingen auf das Problem der kosmischen Eschatologie richten. Die Frage, die mir seit gestern aber schon länger auf den Nägeln brennt, ist die, ob die moderne Kosmologie, die uns mit dem Problem konfrontiert, dass wir einem Weltenbrand oder einem Kältetod im Universum entgegengehen, dass diese moderne Kosmologie vielleicht unsere eschatologischen Hoffnungen falsifiziert. Denn zu diesen Vorstellungen scheint es ja zu gehören, aber ich formuliere das jetzt bewusst vorsichtig, dass Gott ein Ende der Zeit und der Geschichte bewusst setzt. Er lässt das nicht einfach versuppeln, verenden oder versanden. Ein unrühmliches Ende des Kosmos, ein Kältetod, ein Versanden der Zeit in der absoluten entropischen Unordnung passt irgendwie nicht zu der Vorstellung,
dass Gott den Kosmos auch heilt und verherrlicht. Und auch nicht zu Vorstellungen, wie die Ratzinger in seinem Eschatologiebuch mal formuliert hat, dass es so etwas wie eine Wiedererbringung der Materie gibt. Die Frage ist also, wie geht man mit diesen kosmologischen Vorstellungen und Einsichten um? Und ich habe in der Literatur angeregt durch Robert Russell, der sich mit dieser Frage vielleicht am intensivsten auseinandergesetzt hat, 6 verschiedene Strategien identifiziert, die ich Ihnen kurz vorstellen werde. Ich selber hänge der 6. Strategie an. Strategie 1 trennt die Geschäftsbereiche von Theologie und Wissenschaft. Strategie 2 wiederholt in gewisser Weise, was Strategie 1 tut und pocht auf unterschiedliche Gewissheitsansprüche. Strategie 3 spitzt die eschatologische Hoffnung anthropologisch zu, sodass der Kosmos aus der Rechnung herausfällt. Strategie 4 revidiert die christliche Eschatologie und versucht, das naturwissenschaftlich sensible Weltbild einzubauen. Strategie 5 versucht eine Art theologische Dialektik. Und Strategie 6, wie schon gesagt, sucht nach überbrückenden Analogien. Die Trennung der Geschäftsbereiche ist groß und eine große und verführerische Alternative. Man sagt, die Naturwissenschaft erforscht die Materie, die Theologie kümmert sich um die Explikation des Gott-Welt-Verhältnisses. Das hat nichts miteinander zu tun. Und damit trennt man die Modelle voneinander und geht getrennte Wege, hält das alles auseinander. Die Frage ist aber, ob so eine Strategie nicht zu einem faulen Frieden führt und ob wir als Menschen, die sich um eine konsistente Selbstbeschreibung bemühen müssen, wissenschaftliche und religiöse Weltdeutung wirklich so separieren sollten. Die 2. Strategie läuft im Grunde auf das Gleiche hinaus, wird allerdings mit einem anderen Habitus vorgetragen. Sie sagt, Wissenschaft ist Hypothese. Warten wir noch 10 Jahre, kommt ein neues Modell, ist alles provisorisch, wir lehnen uns zurück. Ja, da heißt es jetzt, das ist der Kältetod. Vielleicht heißt es in 30 Jahren, wenn wir wieder neue Faktoren im Universum entdeckt haben, das ist dann doch der Big Crunch. Wir könnten uns zurücklehnen. Die Theologie hat ganz andere Gewissheitsansprüche, die aus der Erfahrung kommen. Wir sollten uns davon nicht schrecken lassen. Auch das ist eine verführerische Option, aber auch sie läuft auf diese Trennung hinaus, die vielleicht ungesund ist, und sie braucht so etwas wie ein Sonderwissen der Theologie, das sich dann nur aus der Offenbarung speisen kann. Die 3. Option, die anthropozentrische Zuspitzung, wurde von Ian Barber vertreten, der sagt, Leute, es geht um uns. Wir sind die Bezugspartner Gottes. Was aus dem Kosmos wird, kann uns egal sein. Es geht um das Gott-Mensch-Verhältnis und unsere Auferstehungshoffnung, Gott ist Mensch geworden, Punktum. Die Frage, die sich hier aber stellt, wie gehen wir mit diesen kosmischen Bildern auch in der Bibel um? Wie gehen wir mit Formulierungen um, wie die, die wir bei Paulus finden, dass die ganze Welt in Geburtswehen liegt? Müssten wir das nicht einer radikalen hermeneutischen Revision unterziehen? Heißt das nicht auch, einen gewissen Teil der eschatologischen Tradition abzusprengen, wenn man so eine anthropozentrische Zuspitzung vornimmt? Die nächste Option ist die Revision der Eschatologie. Ein Beispiel, ein faszinierendes Beispiel, mit dem ich immer wieder mal flirte, ist die Prozessmetaphysik, die sagt, naja, Unsterblichkeit bedeutet, dass wir uns sozusagen in Gottes Folgenatur, also gewissermaßen in Gott selber einschreiben. Materie als Materie kann das nicht, muss auch nicht. Aber wenn gilt, was einige Prozessmetaphysiker sagen würden, dass auch die elementare Materie eine Erfahrungsinnenseite hat, dann könnte es sein, dass sich auch diese Erfahrungsinnenseite von Materie in Gott einschreibt. Der Vorwurf, der man dieser Art von Konzeption gemacht hat, ist die eines subtilen Dualismus, vielleicht auch einer Spiritualisierung. Von der Materie als Materie bleibt nichts mehr, könnte man sagen. Gott und die Unsterblichkeit entkoppelt sich letztendlich vom Schicksal des ganzen Universums. 5. Strategie, die Dialektik. Diese Strategie vertritt Bob Russell. Er sagt, die Wissenschaft hat schon recht, wenn sie uns einen Kältetod prognostiziert, aber sie stellt einen Parameter methodisch nicht in Rechnung, den die Theologie in Rechnung stellen darf, nämlich das Heilshandeln Gottes. Und Russell knüpft hier direkt an Pannenberg an. Er sagt, Gott hat die Parameter unseres Universums verändert durch die Auferstehung Jesu.
Da passiert etwas Neues, eine zusätzliche Geschichte beginnt, sodass wir das Modell der Wissenschaft theologisch nicht eins zu eins übernehmen müssen. Die Wissenschaft ist gewissermaßen gnadenlos. Wir dagegen können im Licht der Gnade ein völlig anderes Modell formulieren. Die Frage, die sich mir stellt, ist die, dass dieses Modell am Ende vielleicht doch in eine Art Supranaturalismus kippt und dann nichts anders sagt, als dass Gott am Ende der Zeiten vielleicht doch wunderbar eingreifen muss, damit er das Schicksal des Kosmos abwendet. Und da müssen wir darüber nachdenken, ob so etwas wie der Supranaturalismus plausibel ist. Die letzte Strategie, die ich favorisiere, die härteste vielleicht, ist das die Suche nach Analogien. Wie können wir das Eschaton angesichts des Schicksals des Kosmos wirklich modellieren? Wie können wir uns einen Reim drauf machen? Das gelingt vielleicht, indem wir nach überbrückenden Begriffen suchen, aber die sind gefährdet, wissenschaftstheoretisch, weil man Analogieschlüssen, wie Sie wissen, nicht hundertprozentig über den Weg trauen kann. Ich habe drei Analogien aufgegriffen, es gibt sicher mehr. Die Analogie Nummer 1 stammt von Polkinghorne, der sagt, Information ist das Stichwort. Wenn wir eins sagen können, ist, dass das Universum an Information zunimmt. Es wird reichhaltiger, wenn wir es als Informationssystem betrachten, durch die Verschiedenheit der komplexen Systeme, die dann auch miteinander zu interagieren beginnen. Und wenn wir uns als bewusste Lebewesen in die Rechnung mit aufnehmen, können wir sagen, dass im Universum auch eine Art neue Tendenz da ist, die Tendenz zu Bewusstsein und Information. Das ist etwas, an das wir anknüpfen können. Information kann es überleben, dass sie auf ein anderes Trägermedium gewissermaßen überspielt wird. So können wir uns das Eschaton zumindest andeutungsweise vorstellen. Zweiter Gedanke, der damit zusammenhängt, die Analogie des Leibes im aristotelischen Sinne. Der Leib ist ein Form-Materie-Komplex. Der Kosmos könnte auch als Form-Materie-Komplex gedeutet werden. Für die Identität dieses Leibes ist nicht die Materie zuständig, sondern die Form, die aber auch in einer anderen Materie, in einer anderen Weise realisiert werden könnte. Wir müssen also hergehen und den Kosmos selbst als eine Art Leibgröße betrachten, vielleicht sogar als ein lebendiges Wesen. Da gibt es Leute, die eine etwas esoterische Metaphysik vertreten und die sagen, ja, ein Pan-Kosmopsychismus oder ein Pan-Psychismus deutet schon in diese Richtung. Oder eine dritte Analogie, die Analogie der Verwandlung, die sagt, wir müssen den Tod, das Kreuz gewissermaßen auch in die kosmische Eschatologie einbauen. Die Verwandlung des Kosmos geht nicht am Tod des Kosmos vorbei, es geht nicht organisch in einen qualitativ neuen Zustand über, sondern es braucht so etwas wie einen kosmischen Karfreitag. Und der schließt aber nicht aus, dass es danach qualitativ etwas Neues, ganz anderes geben kann, dass der Kosmos in einer verwandelten Weise wieder da ist. An der Stelle schließe ich und dann können wir die Diskussion öffnen. Dankeschön.